Howdy, welcome to Barbecue Links. Jo Leute, ich zeige es euch gleich, ich war ein bisschen Fleisch einkaufen. verschiedene Sachen werde ich euch mal auf dem Tisch dann im Einzel präsentieren. Zum Teil TK-Ware, zum Teil frisch mit dem MHD von mit bis zu 6 Wochen noch. Ne? Ja, guckt mal, was ich hier habe. Jo, ein bisschen habe ich gesagt, ne? Ja, es sind nur 208 Kilo, 44 Positionen, also Brocke. Ich packe sie mal aus und zeige euch jeweils mal was auf dem Tisch. Ne? Mal aufgebaut. Jo, ich gehe mal das im Einzelnen, weil, bevor ich irgendwas verwechsel, wo ich mir jetzt sicher bin, das schreibe ich dann immer ohne drunter. Gucke ich nochmal auf die Lieferschei. Aber hier vorne rechts schon mal. Schöne, geile Beef Ribs, ja, Beef Short Ribs, ja, seht ihr das, geile Marmorierung, hier hinten drauf, schönes Roast Beef, noch ein Roast Beef, das hier sind Lion Rib Fingers, dann Neuseeland ein bisschen was, Hanging Tender, ist klar, hier noch einmal, oder Co. Ja, und hier mal sehe ich klar, Dry Age Rose Ribeye am Knochen. Ich glaube, es kommt raus. 2 Finger dick. 5 Finger, 4 Finger dick. Perfekt. Hier haben wir ein bisschen Flank Steak. Drehtipp. Ja, Drehtipp. Genau wie hier über das irische. Was ist das? Tafelspitz. Tafelspitz und Drehtipp für. Picanha, ja, hier zum Räuchern, Räucherversuch, Rehkeule, mit Knochen, Rehkeule ohne Knochen, ein bisschen Strauß, ne? Ein bisschen Hirsch, ja, und hier über, was haben wir dann hier, ein Jason's Brisket, ja, ungefähr 7 Kilo, ein Fullpacker, wie man sieht, gut marmoriert, und hier haben wir auch nochmal ein schönes Roastbeef mit Fettauflage. Passt, ne? Ja, Leute, that's it. Ja, das war jetzt mal eine kleine Auswahl von den 208 Kilo, ne? 208 Kilo. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre verrückt oder so. Ihr braucht nicht denken, ich bin verrückt. Geht nicht, gibt's nicht, ne? Ja gut, ich habe da jetzt ein paar Leute, wir machen so ein privates Grillseminar, das sind 10, 15 Leute, Kumpel vom Kumpel vom Kumpel und so. Ein paar Bier trinken, ein bisschen Fleisch vorstellen. Dann habe ich ja am 25, also im März, das Barbecue-Treffen, da kommen ein paar Blogger und ein paar andere interessante Leute, ne? Da geht auch einiges weg davor und die wollen auch ein bisschen was mitnehmen, weil ich kriege das einigermaßen günstig. jo, und gerade hier mit dem hier Strauß, Reh und so, ja, Räucherversuche. Deswegen haben wir anders Räucher, beziehungsweise Dry Age. Da werden auch ein paar Dry Age Versuche laufen. Also Buttermilch gibt es schon, Mumilsteaks gibt es schon, in Whisky gereift, in Talg gereift, normal gereift. Ja. Ich habe mir da wieder so zwei Sachen einfallen lassen. Ihr werdet sehen. Jo, hier steht das ganze Zeug, also habt ihr jetzt gepasst, zum Teil ist TK, zum Teil ist es Frischware. Aber wir haben im Moment gerade Außentemperatur hier im Schatten, also da muss ich mich jetzt nicht auf die Sekunde beeilen mit dem Eirahmen. Aber ich habe meinen großen 800 Liter Umluftkühlschrank Frühjahrsputz gemacht, schön ausgerieben und so, desinfiziert, bla bla bla. Mein gefrierter Truhe ist auch, mein gefrierter Schrank ist auch. Jo, das war's eigentlich. Seid gespannt, was aus den Brocken alles wird. Das meiste werde ich wahrscheinlich verfilmen. Und da werdet ihr auch ein paar anderen YouTuber und ein paar andere Leute bei sehen. Ne? So, das war's. So long, Markus.